Ich lese einen Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 14. Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 14. Der lautet so: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Geschwister, Apostel Johannes sagt hier mit so einem Jauchzen: Wir sahen seine Herrlichkeit. Ich denke, uns ist allen bekannt, dass einmal ein ganz großer Mann Gottes auch nur einen Wunsch hatte. Das war Mose. Er sagte einmal dem Herrn, der Herr hat ihm gesagt: Ich werde euch begleiten, ich werde euch segnen. Und daraufhin sagte Mose: Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Er hat so einen starken Wunsch gehabt, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, und es stellt sich die Frage: Warum wollte Mose diese Herrlichkeit sehen? Wir lesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Verse 3 bis 6, einen interessanten Gedanken. Ich lese diesen Text, 2. Korinther 4, Verse 3 bis 6. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist denen verdeckt, die verloren werden, bei welchen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, dass ihnen nicht scheine das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Und Vers 6, denn Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, um uns zu erleuchten zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir lesen hier so einen Gedanken, dass der Teufel eines nicht möchte. Er möchte nicht, dass der Mensch die Herrlichkeit Gottes sieht. Und er unternimmt alles, damit die Menschen diese Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Es steht hier, bei welchen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, dass ihnen nicht scheine das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Welcher ist das Ebenbild Gottes? Warum ist es so wichtig, die Herrlichkeit Gottes zu schauen? Vielleicht geht es auch ohne das. Es gibt vielleicht Menschen, die gläubig sind und die nicht unbedingt diese Herrlichkeit Christi immer sehen oder schauen. Und wir sehen hier, wenn es der Teufel nicht möchte, wenn sein größter Wunsch es ist, den Sinn zu verblenden, dass der Mensch nicht die Herrlichkeit Christi schaut, dann muss es doch für ihn etwas Unangenehmes sein. Dann hat er kein Interesse daran. Und deswegen diese Frage noch einmal: Warum ist es wichtig für die Gläubigen, die Herrlichkeit Christi zu schauen und mit dem Apostel Johannes zu sagen: Wir haben die Herrlichkeit gesehen? Warum? Und ich habe hier drei Punkte, Geschwister. Ich versuche das wirklich kurz zu fassen. Das Erste, aus diesem Abschnitt sehen wir, was ist die Folge, wenn der Mensch die Herrlichkeit Gottes nicht sieht? Was ist die Folge davon? Und die Folge ist gravierend. Es hängt nämlich mit unserer Rettung zusammen. Es steht hier geschrieben: Warum will der Teufel nicht, dass wir die Herrlichkeit Christi schauen? Es steht hier: Ist nun das Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden. Und im Vers 6, denn Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, uns zu erleuchten zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Das Evangelium ist nichts anderes, als dass dem Menschen die Augen geöffnet werden, dass er die Herrlichkeit Gottes sieht. Das ist nichts anderes. Das Evangelium ist nichts anderes. Diese frohe Botschaft ist die Botschaft davon, dass die Menschen diese Augen geöffnet werden und er sieht die Herrlichkeit Gottes. Das bedeutet, das ist seine Rettung, wenn er die Herrlichkeit Gottes sieht. Geschwister, wir haben einige Beispiele in der Bibel von Menschen, die nicht in der Lage waren, diese Herrlichkeit Gottes, diesen Reichtum Gottes zu sehen. Wir kennen die Geschichte von dem reichen Jüngling, der gekommen ist zu Jesus und ihm diese Frage gestellt hat: Was soll ich tun, um das ewige Leben zu haben?
Und Jesus hat ihm gesagt, das ist ganz einfach, ja, geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Aber er hat hier nicht Punkt gemacht und gesagt, und du wirst einen Reichtum in meinem Himmelreich haben. Jesus sprach gerade von dieser Herrlichkeit. Wenn du das machst, dann bekommst du als Ersatz etwas viel, viel Größeres. Etwas, was wirklich herrlich ist, was, und dieser Jüngling, der hat es nicht gesehen. Er hat diesen Reichtum, von dem Jesus geredet hat, er hat ihn nicht gesehen. Und er hat es auf die Waage gelegt und hat gemeint, dass das, was er hergeben muss dafür, ist zu viel. Und es ist es nicht wert. Geschwister, die Herrlichkeit Gottes zu schauen, heißt, gerettet zu sein. Einmal hat der Teufel Jesus Christus versucht. Und wir lesen, er hat ihm die ganzen Reichtümer und seine Herrlichkeit und die Herrlichkeit dieser Reichtümer gezeigt. Er hat ihm gesagt, bete mich an und ich werde dir das alles geben. Jesus hat keine Sekunde überlegt. Ja, das war für ihn nicht wert, da irgendwie nachzudenken darüber. Er hatte die Herrlichkeit des Vaters. Und diese Reichtümer, die ihm der Teufel angeboten hat, die waren nichts im Vergleich zu dem, was Jesus schon hatte. Geschwister, ein Mensch, der die Herrlichkeit Gottes nicht schaut, nicht sieht, vielleicht ist er auch gläubig geworden. Vielleicht ist er auch in der Gemeinde. Das wird für ihn ganz, ganz schwer sein, diesen Weg zu gehen. Er wird immer wieder hadern und immer wieder, so wie ein Geschäftsmann, ja, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Ja? Ist es mir das wert oder ist es mir das nicht wert? Geschwister, wenn jemand die Herrlichkeit Gottes gesehen hat und wenn jemand das so sagen kann, wie Johannes gesagt hat, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, dann muss man nicht überreden, überzeugen, mit ihm argumentieren und erklären, dass es doch besser ist, mach es doch so. Er wird von dieser Herrlichkeit so fasziniert sein, dass er für alles andere keine Augen mehr hat. Geschwister, deswegen, aus diesem Grund ist es wichtig. Aus diesem Grund hat Mose gesagt, Herr, lass mich deine Herrlichkeit. Das war der größte Wunsch seines Lebens. Der zweite Punkt ist, Geschwister, die Herrlichkeit Gottes schauen, heißt, sich verändern zu lassen. Wir lesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, wir aber alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel, und werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als vom Herrn, der Geist ist. Geschwister, die Bibel ruft uns dazu auf und ein Kind Gottes, es hat diese Aufgabe. Im Römerbrief Kapitel 12 heißt es, verändert euch. Ja? Das heißt, wir haben diese Aufgabe, uns zu verändern. Und wir können das nur dann, wenn unsere Augen geöffnet werden und wir sehen selbst mit unseren Augen die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen, dann werden wir verwandelt. Dann müssen wir uns nicht anstrengen, um uns zu verändern, müssen uns nicht irgendwie ja, so verkrampfen, ich muss mich jetzt ändern, ich muss jetzt anders sein, sondern wenn wir diese Voraussetzung erfüllen, wir schauen die Herrlichkeit Gottes, dann werden wir in dasselbe Bild verwandelt. Derjenige, der etwas mit Faszination betrachtet, er vereinigt sich mit diesem Objekt seiner Betrachtung und er wird diesem Objekt ähnlich. Geschwister, als Beispiel lesen wir gerade in diesem Kapitel, was ist mit Mose passiert? Er wollte die Herrlichkeit Gottes sehen. Er hat diesen Wunsch gehabt. Und er hat die Herrlichkeit Gottes nicht direkt, aber von hinten hat der Herr ihm diese Herrlichkeit gezeigt. Und wir lesen in diesem dritten Kapitel, was ist mit ihm geschehen? Er wurde verwandelt. Sein Angesicht leuchtete und hatte die gleiche Herrlichkeit wie die Herrlichkeit Gottes. Und die Kinder Israel, die konnten sein Angesicht nicht anschauen, weil diese Herrlichkeit Gottes, die hat auf ihn so gewirkt oder hat in ihm diese Veränderungen hervorgerufen, dass er ein anderer Mensch war, nach der Gemeinschaft mit dem Herrn, nachdem er die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Genauso passiert es auch mit uns. Wir müssen die Herrlichkeit Gottes sehen, damit wir verändert werden, in dasselbe Bild. Geschwister, und dann muss man vielleicht nicht so viel predigen, was ein Christ zu tun hat oder was er zu lassen hat, sondern die Aufgabe, schaut mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und ihr werdet in dasselbe Bild verwandelt. Und das ist das, was der Herr von seinen Kindern erwartet. Und der letzte Punkt, Geschwister, die Herrlichkeit Gottes schauen heißt, die Kraft bekommen,
so ein Leben zu führen, wie Gott es sich wünscht. Im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 16 heißt es, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Geschwister, wenn wir die Herrlichkeit Gottes schauen, dann werden wir an dem inwendigen Menschen stark sein und wir sind dann in der Lage, den Geboten Gottes Folge zu leisten. Ich wollte das als Beispiel, ein Beispiel bringen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 7. Das ist die Geschichte von Stephanus. Geschwister, als Stephanus vor dem Hohen Rat stand, die Menschen waren verärgert, die waren zornig, die waren böse. Und er wusste ganz genau, was jetzt passieren wird. Und er hatte die Kraft gehabt, das alles zu überstehen, zu überwinden. Warum? Wir lesen Kapitel 7, Vers 55. Wie er aber voll Heiligen Geistes war, sah er unverwandt zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zu Rechten Gottes. Geschwister, Stephanus, in diesem Augenblick, wo es darauf ankam, er hat schon gesehen, die Menschen nehmen Steine und diese Steine werden jetzt auf ihn fliegen. Und ein normaler Mensch, er hat große Angst vor diesen Steinen und vor dem Tod. Und Stephanus hatte keine Angst. Warum? Wir sehen hier, er sah die Herrlichkeit Gottes. Und das hat in seinem inneren Menschen so etwas bewirkt, dass er hat diese Steine nicht gesehen, gefühlt hat er sie bestimmt, aber diese Herrlichkeit Gottes, die er sah, gab ihm die Kraft, diesem inwendigen Menschen die Kraft, das alles zu überwinden. Und er ist dem Herrn treu geblieben und hat die Herrlichkeit Gottes auch danach geschaut oder gesehen. Deswegen, Geschwister, wir werden dazu aufgerufen. Und ich denke, das ist der größte Wunsch eines wiedergeborenen Menschen, sollte es sein, wie das Mose ausgedrückt hat: Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und das ist mein Wunsch, dass wir alle einmal sagen können, mit Johannes hier schon und auch dort, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wir wollen jetzt noch ins Gebet gehen. Lasst uns in kurzen, lauten Gebeten unseren Herrn verherrlichen. Amen.